Wenn es Nacht wird, legt Eugen Posinen los. Der Kunstfälscher malt gerade an der Sixtinischen Madonna, so wie sie Raphael vor 500 Jahren geschaffen hat. Er kopiert jeden Strich des berühmten Vorbildes. Eine Fälschung und doch ein Original. Wir kopieren überhaupt nichts. Das ist nicht richtig. Wir kopieren Bilder überhaupt nicht. Wir haben hier keine Kopien. Wir machen Bilder nochmal. Das haben wir immer gesagt. Dass wir machen Bilder nochmal mit gleichem Prozess, mit gleichem Gefühl. Seit über 20 Jahren fälscht Posin mit seinen Brüdern berühmte Meister Van Gogh, Kirchner oder Franz Marc. 8 bis 10 Bilder pro Monat, Mindestpreis 900 Euro. Gelernt hat er in St. Petersburg. Der Vater war Dissident, systemkritisch. Auch Posin durfte nicht malen, was er wollte. Ich wurde rausgeschmissen dort. Ich habe die Sowjetunion verlassen 1984. Es war absolut tiefste kommunistische Nacht noch. Eine Zelle haben sich die Brüder in Berlin nachgebaut, in den Kellern des Ateliers. Mehrere Male saß Posin in Russland im Gefängnis, weil er nicht mit dem System kooperierte. Mit eigenen Bildern verarbeitet er die Vergangenheit. Berlin ist ein neues Leben. Ich verfolge niemanden hier und ich muss niemand was fragen. Und ich kann machen, was ich will. Und solche Zelle lande ich auch nicht mehr. In Freiheit kann man dann eben frei wählen, was man malt. Auch wenn es nur Kopien sind.